Sportsfreunde, es ist soweit, die FIBO steht vor der Tür, nur noch wenige Stunden, dann geht's los, Donnerstag bis Sonntag in Köln, ein einmaliges Erlebnis pro Jahr und deswegen haben wir auch eine einmalige Gelegenheit und unseren ersten rausgehauen. Wovon spreche ich, Sai? Und zwar ist es shop.myroadtoglory.net, unser Online-Coaching, was wir euch anbieten, individuell, persönlich, auf euch zugestrickt. Genau. Ihr seht's, easy sucks, aber in dem Falle kann ich euch wahrlich nur ans Herz legen, es sagt gar nicht, sich einen Wissensstand von gepaart über 20 Jahren Trainingserfahrung anzueignen, in Form beispielsweise eines Trainingsplans, explizit eines Ernährungsplans, denn da steckt der halbe Erfolg und da gibt's die meisten Wissenslücken und wir sind uns sicher und garantieren euch, auf die Erfolgsschiene zu kommen, nämlich auf die Road to Glory. Wir haben eine 110%ige Weiterempfehlungsrate bis hierhin. Ihr liest durchweg positive Resonanzen über shop.myroadtoglory.de, denn wir haben nur zufriedene Follower, denn nur ein zufriedener Follower ist auch ein guter Follower. Alles andere kommt für uns nicht in die Tüte und demnach bekommt ihr so einen Support bei uns, der wirklich nur von uns beiden generiert wird, wo ihr ja die einmalige Chance habt, einen auf euch abgestimmten Plan zu erhalten. Und deswegen gewähren wir euch zur FIBO 2015 saftige 15% Rabatt ab Donnerstag 0 Uhr und 1, ja, wenn man so sehen möchte, bis Sonntag 23.59 Uhr habt ihr die Möglichkeit für 15% jedes, aber auch verdammt nochmal jede Dienstleistung, die wir in unserem Shop anbieten, euch zu ergattern. Und wenn das kein Ding ist bei euch, ja, dann weiß ich auch nicht, keine Kosten und Mühen gescheut, checkt einfach mal ab, erzählt euren Freunden das. Und dann denke ich mal, ist für jeden da was dabei. Und vor allem ist es halt individuell. Ne? Ihr seht, wir haben verschiedene Dienstleistungen in verschiedenen Geräten, in verschiedenen Längen. Alles Mögliche bei euch. Ja? Checkt das ab. Wer es verpasst hat, wir wissen nicht, wann wir es wieder erneut machen werden. So ist es. Das für euch, das für uns. Jetzt geht's zum Video, auf das ihr geklickt habt. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns auf der FIBO. Andernfalls bekommt ihr auch da jede Menge Videoeinblicke.
und Dolce Glory hat die hübschesten Follower, ja? Ja, ja, ja. Also zum Grund
Wrestling kenne ich jetzt nicht, aber das Schöne ist, ich habe so wahnsinnig viele gute Möglichkeiten hier und von denen werden wir uns jetzt mal ein paar Tipps holen. Ich danke jetzt erstmal Tim für Rede und Antwort. Dankeschön, Schatz. So, bleib gesund, respektive werde schnell wieder gesund. So, Sophia. Sophia, komm mal bitte zu mir. Sophia Thiel, meine Damen und Herren. Sophia Thiel ist in den letzten Wochen und Monaten uns extrem aufgefallen, natürlich weil sie durch die Medien gegangen ist. Sie hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Sie hat sozusagen in den letzten 2 Jahren 25 Kilo hat sie abgenommen. Ja, erstmal das und dann hat sie sich gesagt, ach, weißt du was, jetzt habe ich so viel abgenommen, jetzt könnte ich eigentlich auch auf Meisterschaften gehen. Natürlich tun sie auch noch auf den Meisterschaften auf der Bühne rum. Der absolute Wahnsinn. Wir haben noch was zu gewinnen! So, komm mal her. Komm doch mal her. Grüß dich, mein Lieber. Hier ist Kais! Mit? Selber alle mit, oder? Okay, die Zeit läuft jetzt! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, meine Augen. 42 aus! 42 Applaus! Für Karl! Für Tür! Wow! Alter, den machst du doch! Den machst du doch! Den machst du doch!
Ali aus, du bist ja Außenseiter, deshalb, du hast das Publikum jetzt hinter dir. Gib das, Alter! 100 Euro Gutschein, du bist kein Sex. Ja, natürlich. Alles klar, los geht's. Wie beurteilst du die beiden Athleten? So, eurer Meinung, wer sollte den Gutschein mitnehmen? Ali oder Philipp? Ich höre euch nicht. Was meint ihr? Thank you.
hab jetzt noch deine Infosekte. Ey, geiler Wagen, den hätte ich auch gern. Hey, ich habe einen Vorschlag. Da wir beide so angekommen sind, machen wir was zusammen. Dann machen wir erstmal ein paar Einzel, dann habe ich so eine Formel Zeit und dann machen wir das nochmal. Ja? So viel Batterie hat hier. Das ist das Problem, oder? Das ist Batterie. Ja, ja, aber das Problem ist jetzt gerade die Frage, welche sind voll, welche nicht. Also das finde ich jetzt blöd, okay. Aber da fängt man einmal an. Und jetzt sind wir gerade am Schauen. Wir haben jetzt aber die zweite Kamera. Der Scheiß ist halt nur, man kann ja nur mit dem Fahrstuhl fahren. Es gibt ja hier kein Fenster raus, weil sonst ist ja 2 Sekunden und wieder oben. Man kann schon unten gehen, aber es tut schwer. Ja. Ja, und das ist jetzt was ist sogar. Zeig, komm her. Du Riesiger hat auf dem Patrick, komm! Patrick, wollt ihr sofort was machen? Mein Auto. Ganzkörper. Ja, ich pumpe den Arm. Das ist einfach. Das ist so witzig.